Willkommen zur Lektion Digitale Chancengerechtigkeit und Verantwortung. In dieser Lektion geht es darum, wie gesellschaftliche Veränderungsprozesse der Digitalisierung positiv gestaltet werden können. Welche Maßnahmen fördern mehr Chancengerechtigkeit im digitalen Raum? Wer gestaltet die digitale Transformation? Wer trägt die Verantwortung für eine faire digitale Zukunft? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir als Vortragende drei Gründerinnen der Initiative Digitalisierung chancengerecht eingeladen. Die Initiative setzt sich für einen humanen, demokratischen, sozialen und ökologisch nachhaltigen digitalen Wandel ein. Den Anfang macht nun Beate Winkler. Zwischen 1998 und 2007 war die studierte Juristin Direktorin der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Damit war sie die erste Direktorin einer EU-Agentur überhaupt. Zudem war sie Beraterin im Bureau of European Policy Advisors. Aktuell beschäftigt sich Beate Winkler mit der Verbindung von Kunst und Menschenrechten. In ihrem nun folgenden Video geht es darum, positive Zukunftsbilder von Digitalität entwerfen zu können. Wir alle wissen, dass die digitale Transformation große Herausforderungen an nahezu alle Lebensbereiche stellt. Sie eröffnet aber gleichzeitig ganz wichtige Potenziale, nämlich die Welt chancengerechter und fairer zu gestalten und dabei genauer auf menschliche Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Beate Winkler richtet unseren Blick auf genau diese positiven Potenziale und sie beschreibt, was nötig ist, um sie auch voll ausschöpfen zu können. Nämlich, dass es kreative und motivierendere Zukunftsbilder für unser gesellschaftliches Zusammenleben in einer digitalen Welt braucht. Wie können wir die Digitalisierung positiv gestalten, sie mit menschlichen Bedürfnissen und Chancengerechtigkeit in Einklang bringen? Und in welchem gesellschaftlichen Kontext geschieht sie? Nicht nur durch und bei der Digitalisierung, sondern in fast allen Bereichen unseres Lebens findet ein tiefgreifender Wandel statt. Digitalisierung, Klimawandel, Krieg in der Ukraine, Pandemie, radikale Ökonomisierung unseres Lebens, Migration, Globalisierung, Perspektivlosigkeit in der Politik, immer mehr Gruppen bleiben unter sich. Die Toleranz gegenüber der Meinung anderen hat abgenommen. Mir wird ja schon ganz atemlos, um nur einige Beispiele zu nennen. Wenn in einer Organisation in allen Bereichen gleichzeitig tiefgreifende Veränderungen stattfinden, besteht die Gefahr, dass diese ihre Identität verliert. Diese Identitätskrise findet jetzt in unserer Gesellschaft statt. Das Alte ist weg und das Neue noch nicht da. So wird Zukunft bedrohlich, auch im digitalen Bereich. Diese Zukunftsängste werden verstärkt durch einen intensiven Konsum digitaler Medien. Sie lassen Bedrohungen in den Vordergrund treten. Wahrgenommen werden kaum die vielen positiven Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Der Experimentalpsychologe Steven Pinker zeigt in seinen Büchern eindrucksvoll, dass wir wahrscheinlich in der friedlichsten Periode der Menschheitsgeschichte leben. In vielen Bereichen leben viele von uns in der besten der bisherigen Welten, trotz Krieg in der Ukraine und Pandemie. Doch wahrgenommen wird es zu wenig. Was tun in einer solchen Situation? Halt machen. Sich mit der gesellschaftlichen Situation generell auseinandersetzen. Nicht nur im digitalen Bereich. Neu denken. Nicht die Antworten von gestern downloaden für die Frage von heute. Probleme kann man bekanntlich, um mit Albert Einstein zu sprechen, niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Wir brauchen unverstellte Sichtweisen auf Lösungsmöglichkeiten. Wir brauchen Löcher in unsere Vorstellungswelt. Dafür benötigen wir Freiraum. Freiraum wie vor einem leeren Blatt Papier. Ein leeres Blatt ist ein Symbol für Offenheit und birgt alle Möglichkeiten. Gerade bei Veränderungsprozessen ist es ein Zeichen für neues Denken, das unerwartete Zugangsweisen erschließt, wie der Management-Theoretiker Otto Scharmer immer wieder unterstreicht. Viele Menschen macht leeres Papier neugierig, bei anderen verursacht es Angst.
Es geht also um unterschiedliche Haltungen und Einstellungen. Diese sind entscheidend, ob der Veränderungsprozess auch im digitalen Bereich erfolgreich gestaltet werden kann oder nicht. Gefragt ist, wie wir uns auf das leere weiße Papier einlassen, ob wir offen sind für die Offenheit. Unsere Haltung können wir dabei selbst beeinflussen. Es ist also auch an uns, ob wir die Chancen, die in dem digitalen Veränderungsprozess liegen, wahrnehmen und nutzen. Wesentlich ist also, was und wen stelle ich in den Mittelpunkt? Richtet sich die Digitalisierung nach den Bedürfnissen der Menschen oder der Mensch sich nach den Bedürfnissen der Digitalisierung? Für diese Fragen gibt es weder einfache Antworten noch Patentrezepte. Manche gehen davon aus, dass die Digitalisierung mit der KI dem Menschen überlegen ist. Für mich eine falsche Schlussfolgerung, denn sie hat nicht die Kreativität des Menschen, kann schlecht bewerten und ihr fehlt das, was uns bestimmt und auszeichnet. Gefühle, Empathie, Liebe. All unsere Entscheidungen werden durch Gefühle, durch das limbische System beeinflusst. Als Menschenrechtlerin und Künstlerin ist für mich klar, es ist das Prinzip Mensch, das im Mittelpunkt stehen sollte, wie es Paul Nemitz und Matthias Pfeffer in ihrem Buch mit dem gleichnamigen Titel ausführen. Ob wir diese Haltung, also den Menschen und damit auch die Natur, wir sind Natur, in den Mittelpunkt stellen oder nicht, liegt an uns selbst, an unserer Einstellung. Vieles können wir im Leben nicht verändern, unsere Einstellung aber von einem Moment zum anderen. Der Erfolg des digitalen Veränderungsprozesses wird wesentlich, das ist zusätzlich, durch Zukunftsbilder beeinflusst. Die digitalen Umbrüche können wir bewältigen und kreativ gestalten, wenn wir Zukunftsbilder von ihr haben, die positiver sind als die Abwehr, die mit jeder Veränderung einhergeht. Das ist verständlich, denn Veränderung widerspricht unserem Sicherheitsbedürfnis. Es ist eines der tiefsten Bedürfnisse der Menschen nach Nahrung, Kleidung und Schutz. So die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wir brauchen positive Zukunftsbilder, die uns motivieren zu handeln, aufzubrechen zu neuen Ufern. Doch an diesen Bildern fehlt es zurzeit generell. Wir leben in einer visionslosen, pessimistischen, entmutigten und oft zornigen Gesellschaft. Jeder von uns, aber auch alle gesellschaftlichen Organisationen sind aufgefordert, sie für ihren, seinen und unseren Bereich zu entwickeln. Wir brauchen Zukunftsbilder für unsere digitale Welt und für unser gesellschaftliches Zusammenleben, die so stark sind, dass sie die Abwehr, die mit jedem Veränderungsprozess einhergeht, überwinden würden. Diese Zukunftsbilder gilt es jetzt zu entwickeln, für uns selbst und für die Gesellschaft. Dazu brauchen wir den Blick auf die Chancen, ohne die Probleme zu verschweigen. Wir können die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung für uns und die Gesellschaft wahrnehmen. Wir können den Blick für die Probleme schärfen. Alle technischen und medizinischen Entwicklungen sind heute mit der Digitalisierung verbunden. Unsere gesamte Kommunikation und Information ist ohne Digitalisierung ebenso wenig denkbar wie Verkehr und Wirtschaft, um nur Beispiele zu nennen. Daneben sind wir aber auch in gleicher Weise gefordert, die Bedrohungen der Digitalisierung wahrzunehmen. Zum Beispiel Manipulation, Fake News, Menschenverachtung, Ausbeutung. Beide Aspekte müssen gleichzeitig gesehen werden. Denken und handeln in und nicht in oder. Chancen und Bedrohungen. Beides sollte uns motivieren, tätig zu werden. Wir können den digitalen Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Das Prinzip Mensch sollte uns dabei leiten. Lass uns dort anfangen, wo wir alle den meisten Einfluss haben. Bei uns selbst.
Wie wir mit der Digitalisierung umgehen und inwieweit sie unser Leben bestimmt, liegt erst einmal in der Verantwortung von jedem von uns. Uns sollte bewusst sein, dass beim Online-Kauf von Kleidung nicht nur das Klima belastet wird, sondern Sinne wie Fühlen und Riechen außer Acht gelassen wird. Es liegt an mir, ob ich meine Daten schütze und welche Informationen ich preisgebe. Mich in der digitalen Welt zu bewegen, heißt Verantwortung für die Auswirkungen meines Handels zu übernehmen. Mit dieser Haltung kann ich mich fragen, wie ich selbst leben möchte. Wie es mir gelingen kann, ein sinnvolles, erfülltes Leben zu führen, das meiner Werthaltung, meinen Wünschen und meinen Bedürfnissen entspricht. Meine Message an Sie, an euch, an dich ist: Höre auf dich selbst und vertraue dir selbst. Bringe deine Bedürfnisse aber auch in Balance mit denen der anderen, deines Umfeldes, zu der die Natur gehört, auch und mit der Digitalisierung. Lasse Bilder in dir entstehen und begib dich auf den Weg. Dabei wirst du neben dem Suchen auch finden, das Neue, noch nicht Gedachte. Doch wir sind nicht allein mit dieser Frage. Wir brauchen einen breiten öffentlichen Diskurs zu, wie können wir die Digitalisierung human gestalten, die Gleichberechtigung fördern. Einen öffentlichen Diskurs, der die Menschenrechte zur Grundlage hat und der sich auf die Herausforderung konzentriert, den tiefgreifenden digitalen Veränderungsprozess unserer Zeit chancengerecht, humanistisch und aktiv zu gestalten. Und das ist in unser aller Interesse. Eine chancengerechte Gesellschaft ist nicht nur erfolgreicher, sondern auch glücklicher. Bei dem digitalen Veränderungsprozess, zu dem wir Zukunftsbilder brauchen, geht es also auch um Gerechtigkeit, Humanität und Glück. Um das zu erreichen, dürfen bei der Digitalisierung technische und ökonomische Interessen nicht allein im Mittelpunkt stehen, sondern das Prinzip Mensch. Es geht um Zukunft. Ihre, eure und unsere Zukunft. Und wie diese aussehen werden, entscheiden auch unsere Zukunftsbilder. Und die gestalten wir jetzt.